Hallo Freunde, habt ihr jemals gesehen, wie Tiere Menschen um Hilfe bitten? Menschen retten oftmals Tiere, aber fragen die Tiere selbst danach oder wie machen sie das? In unserer heutigen Ausgabe gibt es erstaunliche Fälle und Momente mit Tieren, die zum Glück auf Video festgehalten wurden. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid auf einer Fahrt auf dem Ozean und plötzlich seht ihr, wie ein riesiger Hai versucht, eine Schildkröte zu fangen. Eure wahrscheinlichste Reaktion ist, dass ihr einfach das Telefon nehmt und anfangt zu filmen. Aber die Helden dieses Videos beschlossen zu helfen, als sie sahen, wie verzweifelt die Schildkröte um ihr Leben kämpfte. Und als der Räuber schließlich beschloss, etwas zu verschnaufen und hinter seinem Opfer zurückblieb, zogen die jungen Leute das Reptil an Deck. Dann ließen sie ihr endlich ein wenig Zeit auf Deck. Dies genügte der Schildkröte, um wieder zu Kräften zu kommen und ihren Weg fortzusetzen. In der nächsten Episode könnt ihr sehen, wie ein Mann mit einem Handgriff ein Fischernetz von einem riesigen Wal entfernt. Und der Wal, als ob er wusste, wo er Rettung finden kann, schwamm zum Boot. Wahrscheinlich wird nicht jeder bereit sein, mit seinen eigenen Händen einen solchen Riesen aus dem Netz zu befreien. Hier sehen wir, wie ein Mann einen Hai rettet. Der Raubfisch fand zwar nicht gleich beim ersten Versuch den Weg in den Ozean, aber am Ende hat es geklappt. In diesem Video haben gute Leute einen Adler vor dem Verdursten gerettet, indem sie ihn mit Wasser direkt aus der Flasche tränkten. Autofahrer bemerkten den Jungvogel am Straßenrand und er hatte überhaupt keine Angst vor den Menschen. Im Gegenteil, er trank, bis der Durst gelöscht war und unterhielt die ganze Gruppe. Viele Menschen lieben Eichhörnchen, denn sie sind so nett. Aber die Statistik ist traurig. 75-80% der Eichhörnchen werden nicht einmal ein Jahr alt. Das kleine Eichhörnchen hatte sich in einer Angelschnur verfangen. Es lag hilflos auf dem Boden und bat um Hilfe. Dort fanden es diese jungen Leute. Sie befreiten das junge Tier mit einer Schere. Das Eichhörnchen hatte sich so an die Menschen gewöhnt, dass es die jungen Leute zunächst nicht verlassen wollte, als sie versuchten, das Tier freizulassen. Aber irgendwann verschwand es im grünen Laub, kam dann aber sofort wieder zurück. Die jungen Leute beschlossen, das Eichhörnchen mit nach Hause zu nehmen. Sie bauten einen Korb mit Laufrad und das Eichhörnchen lebte bis zum nächsten Frühjahr bei ihnen. Der junge Hund verhedderte sich in einer Markise. Er winselte und bat laut um Hilfe. Unvermittelt kam ein Polizist vorbei und packte den Stoff. Es war nicht einfach, aber der Mann konnte ein Stück der Markise abschneiden und den armen Hund befreien, der sich sofort auf seine Hinterbeine stellte und seinen Retter umarmte. Ein Mann bemerkte einen hungrigen Wolf und fütterte ihn, ohne lange nachzudenken. Das wilde Tier hatte keine Angst vor ihm. Schaut, wie nah es dem Menschen kommt. Es ist bekannt, dass Wölfe eine hohe Intelligenz haben, sich an Menschen gewöhnen und sogar zutraulich werden können. Nachdem er sich verabschiedet hatte, wollte der Mann weiterfahren, doch der Wolf stellte sich ihm in den Weg. Der Mann hatte keinen Speck mehr, nur Brot, das er dem Wolf gab. Dieser folgte dem Mann noch einige Minuten. Vielleicht war der Wolf dankbar dafür, dass er gefüttert wurde. Oder er war vielleicht nur hungrig und bat um noch mehr Futter. Dieser kleine Bär geriet in eine Falle. Er hat Schmerzen und er hat Angst. Aber die Menschen eilen dem jungen Tier zu Hilfe. Schließlich ist der Bär frei. Er läuft weg, um seine Mutter zu suchen. Jedenfalls sieht es so aus. Jetzt seht ihr ein Rettungsteam, das einer Kuh zu Hilfe kommt. Ihr Kopf steckt in einem Baum fest. Aber das ist nicht das einzige Problem. Das Tier kann sich nicht bewegen und es besteht außerdem die Gefahr eines Angriffs durch Bullen. Die werden mit starkem Strahl aus dem Wasserschlauch ferngehalten. In dieser Zeit gelingt es den Menschen, die Äste auseinanderzuziehen und den Hals des Tieres zu befreien. Ein durstiger Leopard suchte nach Wasser in einer ausgetrockneten Wüste im indischen Rajasthan. Sein Kopf steckte in einem Krug fest. In dieser Lage fanden Menschen das Raubtier. Überraschenderweise geriet der Leopard nicht in Panik und versuchte nicht zu fliehen. Stattdessen wartete der Leopard geduldig, bis er befreit wurde. Die Helfer konnten den Leoparden befreien, indem sie ihn zeitweilig betäubten.
Dieser Mann klettert auf eine Straßenlaterne, um eine Taube zu retten, die sich darin verfangen hatte. Hier stecken vier Orcas im Eis fest. Das Eis bedrängte die Tiere, die um Hilfe flehten. Für Rettungskräfte, Taucher und Helfer war es wichtig, die Eisblöcke auseinanderzuziehen, damit die Orcas keine Erfrierungen erlitten. Die Tiere wurden regelmäßig mit Meerwasser benetzt. Die Orcas drehten sich von Zeit zu Zeit auf den Rücken, weshalb sie hätten ersticken können. Deshalb entschied sich das Rettungsteam, mit ihnen zu kommunizieren. Die Leute sprachen mit den Orcas, munterten sie auf und beruhigten sie. In diesem Video ist ein verletztes, 6 Meter langes Tier zu sehen, das ruhig den Anweisungen der Menschen folgt, keine Aggressionen zeigt und den Rettern ermöglicht, das zu tun, was nötig ist. Nach einer ärztlichen Untersuchung folgt das Tier schnell den anderen Orcas. Der Taucher Joshua Eccles war auf einem Tauchgang, als er einen Zitronenhai erblickte. Dieser schwamm hin und her und stieß den Mann an, als ob er sagen wollte, dass etwas nicht stimmte. Der Taucher untersuchte den Hai und bemerkte, dass etwas aus seinem Bauch herausragte. Es war ein riesiger, rostiger Haken. Eccles musste Kraft aufwenden, um den Haken zu entfernen. Er sagte, dass die Wunde schnell verheilen würde. Dieser riesige, wehrlose Hai hat sich in einem Seil verfangen. Er wartet ruhig darauf, dass der Mann es durchschneidet. Jetzt kann der Hai fortschwimmen. Aber wo ist die Garantie, dass das Tier nicht in andere Schwierigkeiten gerät? Walhaie sind seltene Tiere. Ihre Zahl ist in den letzten Jahren wegen der illegalen Jagd langsam zurückgegangen. Und jetzt seht ihr, wie ein Fischer Muscheln von einer armen kleinen Schildkröte entfernt. Seht selbst, sie ist von Kopf bis Fuß mit Muscheln bedeckt. Die Muscheln bedecken nicht nur ihren Rücken, sondern auch Bauch und Kopf. Diese ungebetenen Gäste sind häufige Begleiter von Schildkröten. Muscheln sitzen auf den Schildkröten fest, denn sie müssen sich in einem konstanten Wasserstrom befinden. Wenn es zu viele Muscheln werden, kann es für die Schildkröten unbequem werden, Geschwüre hervorrufen und Infektionen verursachen. Ein amerikanischer Weißkopfseeadler namens Beauty wurde im Sterben liegend aufgefunden. Der obere Teil seines Schnabels fehlte fast vollständig. Ein Expertenteam entschied sich, den Schnabel wiederherzustellen und fertigte eine Prothese an, die erste ihrer Art. Der Schnabel des Adlers ist nicht homogen. Er hat Hohlräume und besteht anatomisch aus verschiedenen Fragmenten. Nun stellt euch vor, dass die Anfertigung einer 3D-Prothese mehrere Monate dauerte. Der ausgedruckte Nylonschnabel wurde von Hand eingesetzt und das dauerte mehrere Stunden. Die Geschichte endete gut. Beauty kehrte in sein Gehege zurück und konnte selbst trinken. Als ein großer weißer Hai den Surfer Todd Andrews im Pazifik angriff und seinen Rücken und sein rechtes Bein verletzte, bildete eine ganze Schar von Tümmlern einen Schutzring um den Surfer. Langsam aber sicher konnten die Seenotretter und der Verletzte das Ufer erreichen, wo dem Sportler bereits medizinische Hilfe geleistet wurde. Ohne Hilfe der Delfine hätte der Hai Todd zerrissen. Wie schön, wenn Menschen in Harmonie mit Tieren leben und immer bereit sind, sich gegenseitig zu Hilfe zu kommen. Natürlich passiert das nicht immer, aber wir hoffen, dass es in unserer Welt mehr Gutes als Schlechtes gibt. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu dieser Ausgabe in den Kommentaren unter dem Video. Gebt dem Video ein Like und vergesst nicht, es mit euren Freunden zu teilen. Bis zum nächsten Mal.